Hallo und herzlich willkommen zu der Alpha 6, immer noch von Heat. Wir gerade dabei sind, uns ein neues Zuhause zu basteln. Und diesmal hoffentlich am Leben gelassen werden. Und es auch kein Server-Vibe gibt. Aber ob uns all diese Wünsche erfüllt werden, das kann ich nicht versprechen. Wir haben immer noch keine Ahnung, wo Sohnemann ist. Aber weg. Unsichtbar wahrscheinlich. Vermutlich ein Bug, aber. Also er ist für das Spiel ist er noch hier irgendwo da. Aber wir sehen ihn einfach nicht mehr. Und wir haben kein Holz mehr. Okay. Die Vieh. Also eine Holzfoundation. Sieht eigentlich ganz cool aus. So, vor allem ins Wasser gebaut. Wie gesagt, da kommen jetzt erstmal eine Tür dahin und vielleicht hierhin. Also drei Türen. Oder dahin. Bei vier Türen. Dann wird es ein Viertürer. Sorry. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Was ist das? Ein Wolf! Ciao! Ja, sorry Pupskopf, aber da war ein Wolf. Wo ist denn der Wolf? Nein. Wo kam der her? Okay, wir bluten gerade. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das anhält, ob wir sterben werden oder nicht. Geh mal an Land. Wo kommt der her, verdammt? Der kommt aus dem Nichts. Und er geht ins Wasser. Können wir ihn schlagen? Geh weg. Können wir irgendwas anbieten? Tensor was killed by Kuga. Vielleicht mit unserem Practice-Stick. Freund, gib dich nicht mit uns an. Ja. Ja, jetzt geht er, ne? Bei Practice-Stick hat er Angst. Ja. Wo geht er hin? Uns geht's nicht mehr so gut. Da ist er. Okay, haut ab. Vielleicht auch, weil gerade Tag wird? Aber ein Wolf alleine. Und ja, also ich habe ja mit der Waffe zugeschlagen, aber es hat einfach nichts gebracht. Also er hat einen Fitzel verloren. Also okay, wir können jetzt keine Rücksicht mehr auf das
Kleine, unser kleines, ne? Wir sehen es ja eh nicht. Und ich muss hier hacken. Ja, abandon. Wir bauen also als erstes jetzt Türen und Wände. Das war eine Lehre. Aber auch interessant mit dem Wolf, ich habe mich voll erschrocken. Die bluten immer noch. Aber das geht bald weg. Ich hoffe, das entzündet sich nicht. Hab viel Hoffnung. Ja, tut mir leid, Pupskopf. Ach schön, wirklich, aber wenn du dich einfach nicht zeigen willst, was soll man denn da machen? Ich krieg ein schlechtes Gewissen, aber... Das nächste Mal machen wir das halt ein bisschen vorbereiteter. Fünf. Was? Hat sich wie ein Ball angehört. Erste Zeit hatten wir richtig Glück. Vielleicht waren da die Tiere auch noch nicht richtig implementiert und jetzt haben die mehr Tiere reingehauen. Da stand aber nichts in den. Also ich habe nichts gelesen davon in den Patch Notes. Einfach ein Wolf. Peace. Ah ja, wir haben aufgehört zu bluten. Fangen wir schon mal an, die Door zu bauen, weil das ist wieder das, was am längsten dauert. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, können wir weitermachen. Bis zur Nacht hätte ich gerne zumindest den Rohbau von den Wänden und Türen fertig. Ich hoffe, das reicht, um
wie Tiere fernzuhalten. Und ich frage mich, ob Wildtiere, wenn man ausgelockt ist und jetzt kein Haus hat, ob die einen dann auch umbringen im Schlaf. Wieso kriegen wir nichts mehr? Weiß es nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Macht Platsch wie Wasser, aber. Mal wieder zurück. Wir hier was? Bin fast wieder geheilt. Applying? Was? Irgendwas applying? Selbst wenn die Wunde von selber heilt, vielleicht steht dann da einfach als Bug noch applying. Schon wieder da, ha, wir machen jetzt die Türrahmen und so. So. 5. E. Wall, ja, aber mit Tür weg. So, einmal in jene Richtung. Einmal in jene Richtung. Diese Richtung. Und diese Richtung. Okay. So, und dann Wände. Ganz normale Wände. Vor allem hier in dem Bereich. Erstmal keine Fenster. So. Hier kann meinetwegen. Ah, nee, hier noch nicht. Hier kann ein Fenster hin. Und da, das heißt, hier braucht keins hin. Hier kann meinetwegen Fenster hin. Und hier. So. Und das dahin. Dann. Ne, keine Window Frame. So. Interior. Interior. Bei welchem Spiel. Bei irgendeinem Spiel war das, da konnte man gar nicht sehen, ob man, ich glaube sogar bei Forest, sehr schlecht sehen, wie rum man das gerade gebaut hat. Aber wir nehmen den Hammer und wir nehmen das Inventar und unsere Türen. Wir setzen die jetzt ein.
Okay. Türen sind fertig. Dann haben wir noch den Hammer in der Hand. Nein. Sechs. Genau. Wir machen erstmal hier die Log Walls fertig. Er haut übrigens immer relativ gesehen, ne? Also wenn 42 gebraucht sind, heißt es nicht unbedingt, man baut es schneller, sondern man packt ja immer nur zwei rein. Und wenn jetzt zum Beispiel 160 gebraucht werden, dann packt er gleich irgendwie, weiß nicht, 12 rein. Das reicht dann auch als Sichtschutz sozusagen, dass die uns nicht wieder wittern. Jetzt haut er nur noch einen rein. 7, 8, 9. Also wir müssen 33 Mal eine Doorway drauf. Okay. Haben ja sonst nichts zu tun. Teilweise echt noch verbesserungswürdig. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass es ein bisschen dauert, ne? Dass man ein bisschen draufkloppen muss. Aber. So ein Ticken senken oder so können sie es ruhig noch. Lockwall müssen wir 21 Mal draufhauen. Boah, das ist schon, wir haben kein Holz mehr. Wir haben noch ein bisschen was. Wie viel haben wir denn noch? 72. Okay. Machen wir hier einmal. Und fangen schon mal auf der anderen Seite auch an. Wäre jetzt nur unlogisch, wenn ein Wolf das beschädigen könnte. Großartig. Weil, ja, dafür fehlt denen einfach die Kraft. Ein Bär könnte nach einer Zeit ein Stück kaputt machen. Aber ein Wolf. Der eine sucht immer noch eine Möglichkeit, Timber zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine Heat-Wiki gibt. Ja, für die meisten Spiele schon Wikis. Oh, jemand wurde von einem Wolf getötet. Ja, gut, also dann die Theorie, dass sie um die Uhrzeit nicht draußen sind, dann auch widerlegt. Ich
Leck. Hier kommt wenigstens was raus. Und solange morgen nicht die Alpha 7 rauskommt, die dann alles wieder durchsetzt, bin ich glücklich. Ich mag dieses Fleckchen hier und ich glaube, das wie so nah an einmal am Wald, ne, wo dann die Wildtiere auftauchen könnten, und so nah am See. Was ist das? Steinholz? Vogel? Aha, jetzt hat ihm jemand eine richtige Antwort gegeben. Mit einer Sägemühle. Und die muss man erstmal bauen. Und ich glaube, um die zu bauen, muss man Level 15 sein oder so. Das ist kaputt. Stone Hatchet. Kriegen wir dann die kaputte Axt im Inventar? Nö. Kriegen auch nichts davon zurück. Alles klar. Ah, da ist die kaputte Axt. Okay. Die kann man aber reparieren. Wir haben nur keine Reparaturwerkstatt. Ganz cool, ist nicht so aufdringlich, wie sie früher bei meinen Western war, sondern ganz seicht, aber man kriegt trotzdem so ein leichtes Western-Feeling, so ein leichtes Western-Valley-Feeling. Das war doch schon wieder erquicklich viel Holz, glaube ich. Bitte. Das ist auch noch Holz. Nehmen wir noch mit. Pupskopf ist scheinbar unsterblich. Wir gehen immer weit weg. Komm wieder. Er hat jahrelang nichts gegessen. Und trotzdem egal. Ein Bett bräuchten wir noch. Ah, müssen wir das erstmal wieder Katalog. Und das erst wieder erforschen. Haben wir es erforscht.
Und es ist eine Timba für eine Krippe, haben wir nicht. Nichts davon. Willow Stick. Ha. Macht ein bisschen mehr Schaden. So. War alles nicht okay. Dein fehlt uns dafür. Gut, aber wir haben ja jetzt das Bett. Und dann brauchen wir den Hammer. Hammer. Das Bett. Das Bett kommt in die Ecke. Da so. Ne, obwohl. Darf nicht mehr so. Dann ja wieder aufheben. Jawohl. Name. Kuscheldecke. So, finde ich aber cool, dass man alles umbenennen kann. I6. Und danach würde ich gerne Dächer bauen. Hier zumindest. Dazu brauchen wir die 5. Boah, Alter, der Wolf hat mich gerade voll verjagt. Guck mal, da in der Tür. Aber gut, dass wir die Tür gebaut haben. Edge Badge Wolf, Edge Badge Wolf. Ich wusste, dass du wiederkommst und hab eine Tür gebaut. So, jetzt brauchen wir noch eine Decke. Ich habe mich aber richtig verjagt gerade. Was ist das denn? Flowers, Walls, Roofs. Flat Roof. Oh. Wieso hat er Fragezeichen auf seinem Kopf?
verwundert. Der junge Mann ist verwundert. Schaut mal. Er weiß nicht, was er tun soll. Ich habe auch keine Lösung für dich, Wolfi. Du kommst auf jeden Fall nicht in unser Haus rein. Kannst du knicken. Genau. Das reicht erstmal. Dann nehmen wir die 6. Aber wieso, ne? Das ist noch Buggy, der sollte uns. Er versucht. Speed to tame is disabled, okay. Wir können ihm eine geben. Schon mal gleich wenigstens eine Ecke, die ja geschützt sein sollte. Dann irgendwann bauen wir uns eine Treppe hoch und wenn dann das nächste Mal irgendwie so ein Viech kommt, dann bauen wir uns einen Bogen und schießen ihn von oben ab. So nicht, Freunde. Mit uns. Die Reihe machen wir noch. Level 6, das geht ja flott. Vor Freude. Aber gut, Freunde, dann verabschieden wir, also wir, ich und der Wolf. Ich und, weil ich bin der Esel, ne? Deshalb ich zuerst und dann der Wolf. Verabschieden uns für diese Folge von Heat bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe mich ein paar Mal erschrocken wegen diesem Kackwolf. Aber okay. Schön, dass er da ist. Er ist unser neuer Freund und wir nennen ihn Huhn. Oh. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Heat. Bis dann. Tschüss.